what's left. Storms we chase are leading us. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Mira. Heute gibt es wieder eine lustige Challenge mit mehreren YouTubern. Ich stelle euch erstmal die Mitglieder vor. Das wäre einmal Nicole und Tino von dem Kanal Gartenfamilie und viel mehr, Christina von dem Kanal Story of Tintchen und die Lydia von dem Kanal Make-up Mieze. Ich habe euch alle Teilnehmer unten in der Infobox verlinkt. Und falls ihr auch mal Bock habt, so eine Challenge mitzumachen, also ich mache ja mehrere, dann könnt ihr mich einfach unten in den Kommentaren wissen lassen oder mich auf Instagram anschreiben oder irgendeinen anderen Teilnehmer dieser coolen Aktion. Wir suchen nämlich immer neue Mitglieder und freuen uns immer, wenn wir größer werden. Und heute machen wir wieder die Roulette-Challenge. Hatten wir schon einen Durchgang, war extrem lustig mit Fotos. Verlinke ich euch hier oben rechts für euch die Playlist von unseren Videos. Es sind wirklich ultra gute Fotos und vor allem auch Videos entstanden und es hat uns total viel Spaß gemacht. Und wir wollen diesmal wieder mit der App arbeiten. Also ich habe hier mein Handy zu liegen. Division Roulette heißt die App nämlich. Die ist gratis, kann jeder benutzen und da kann man sich so eigene Roulettes erstellen. Und das ist halt urscool. Und ihr seht schon, ich habe meine krasse Staffelei. Die habe ich ja neu, die hatte ich von meinem Vati bekommen. Und die kann ich heute das erste Mal ausprobieren. Und das finde ich richtig cool, da bin ich auf jeden Fall gehypt von. Weil sonst musste man immer auf dem Tisch malen. Und dann hat man so eine gebeugte Haltung. Und ja, diese Staffelei, die ist so cool, weil ich sitze hier auf meinem Stühlchen und kann jetzt so im Sitzen malen, wie so Picasso 2.0, ihr wisst Bescheid, ja. Wollte ich auf jeden Fall schon mal haben und jetzt habe ich einen. Wir haben Roulettes erstellt, also mehrere und ich versuche euch wieder eine Bildschirmaufnahme einzublenden. Das heißt, ich muss die erstmal anmachen. Ich habe jetzt die Bildschirmaufnahme gestartet. Ich hoffe, dass das alles funktioniert, sonst zählt ja leider nichts. Wir fangen an mit Emotionen. Da soll ich einmal dran drehen. Das machen wir direkt. Ja, Schreck, Ekel, Neugier, Angst, Wut, Schreck. Okay, schwierig. Also Emotionen zu malen, also in menschlichen Gesichtern, klar geht das irgendwie. Aber wenn da keine menschlichen Gesichter dabei sind, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Mit was wollt ihr malt, haben wir hier Werbung. Also falls ihr mitmachen wollt, braucht ihr keine Angst haben. Man kann immer ein, zwei Sachen abändern, dass es zur persönlichen Lebenssituation passt. Nicht, dass ihr denkt, dass ihr da jetzt total viel kaufen müsst oder so. Also da kann jeder dann eintragen, mit was er gerne malt und was er zu Hause hat. Wir drehen dran. Bleistift. Okay, wie ärgerlich. Ich habe meine Acrylfarbe schon auf die Couch gelegt. Ja gut. Erschrecken mit Bleistift. Was ist auf dem Bild zu sehen? Das ist das Allerwichtigste. Und damit das Bild nicht so leer ist, also wir sollen ein Bild malen am Ende. Drei Sachen. Die erste Sache wird erdreht eine Miau-Miau-Katze. Katzen sind süß. Katze ist einfach, würde ich sagen. Etwas Fliegendes. Eine fliegende, sich erschreckende Katze mit Bleistift. Okay, cool. Weil eine Katze hat ja ein Gesicht, etwas Fliegendes eventuell auch, aber es muss ja dann nur fliegen, ne? Damit man den Schrecken auch malen kann. Ne? Das ist so schwierig ohne Gesicht. Ein Mensch. Okay, das ist ja jetzt fast zu einfach. Okay, dann haben wir eine Katze, etwas Fliegendes, einen Menschen, irgendwas mit Erschrecken. Das ist die Emotion auf dem Bild. Und ich soll das alles mit Bleistift malen. So, ich würde sagen, ich gucke mal, ob ich noch irgendwo einen Anspitze habe. Weil ich habe nur so Ikea-Bleistifte, also so einen sozusagen. Ne? Wäre cool, wenn ich mehrere hätte. Aber ich gehe erstmal auf die Suche nach den Materialien. So, und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe mir meine Staffelei ein bisschen nach unten gezogen. Ich überlege noch, ob ich Hochformat oder Querformat haben möchte. Weil es Bleistift ist, habe ich mich jetzt dazu doch entschieden, auf Papier zu malen, weil das wäre voll die Leinwandverschwendung und die ist ja nicht gerade. Das heißt, kein Strich würde gerade aussehen, weil das so ein bisschen, ja, das hat so eine Struktur, so eine Leinwandstruktur halt. Und das ist ja ein bisschen blöd mit den Bleistiften. Und ja, ich möchte nicht sagen, dass ich eine Ikea-Meisterin bin. Aber ich habe Ikea-Bleistifte und ich habe auch ein Radiergummi und einen Anspitzer.
Das heißt, ich kann theoretisch loslegen. Was ich noch gemacht habe, ist bei Google schnell, ich hoffe, dass das erlaubt ist, ja, mir Bilder rausgesucht habe, die ich als Vorlage benutzen kann, damit ich nicht alles aus dem Kopf malen muss. Ja, und jetzt würde ich sagen, stelle ich die Kamera um, damit ihr auch mein cooles Werk seht. Ihr könnt dabei zuschauen, wie ich das male. Ich mache dann aber einen Zeitraffer draus. Und ich weiß nicht, ob ich dann im Hintergrund quatsche oder ob ich dann immer das Ende aufspreche. Und dann, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Menschen, Katze und was Fliegendes, ja. Weil ich hier schon so viel rumradiert habe, habe ich das einmal abgebraucht, damit ich sozusagen wieder ein ordentliches Blatt habe. So mittelstark habe ich ihn nachgezeichnet. Die IKEA-Bleistifte, die sind sehr, sehr hart. Und es ist ein bisschen schwierig, damit zu malen, ehrlich gesagt. So, ich habe einen zweiten Bleistift gefunden. Der war in einem Aquarell-Mal-Set dabei. Bleistift gemalt. Also ich hatte mir das erst vorgemalt und hier habe ich super viel radiert. Deswegen habe ich das dann abgepaust am Fenster. Das geht nämlich immer sehr, sehr gut. Und ihr habt das gesehen, ich habe das nicht abgemalt, sondern ich hatte das nebenbei gehalten. Hier mein
Handy. Ich finde, das ist erlaubt, ja, sonst wäre da gar nichts Vernünftiges bei rausgekommen. Und ich zeige euch jetzt das fertige Ergebnis. Ich will da natürlich auch nicht kritischer sein als der Papst. Ich finde es eigentlich ganz gut gelungen. Es ist jetzt alles drauf. Es ist mit Bleistift gemalt. Es ist eine Katze, eine Miau-Miau-Katze drauf. Ein Mensch, etwas Fliegendes. Und erschrecken ist halt auch mit drauf. So sieht es am Ende jetzt aus. Und ja, es ist eine Bleistiftzeichnung, deswegen ist es jetzt nicht so extrem gut sichtbar. Vielleicht scanne ich es auch noch ein und blende es euch ein gleichzeitig. Ja, das ist jetzt mein fertiges Werk zu den Ergebnissen. Also ich finde es ziemlich cool, hat mir auch Spaß gemacht, mal wieder zu malen. Ich bin ja total gerne kreativ und malen ist sowieso mein Ding. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Also wenn ihr auch mal Bock habt, auf so eine coole Challenge da mitzumachen, dann schreibt einfach jemanden aus der Gruppe an. Wir freuen uns immer über Zuwachs. Und nächstes Mal, also wir hatten ja das erste Mal, wie gesagt, diese Foto-Challenge, jetzt diese Mal-Challenge. Ja, vielleicht machen wir nächstes Mal was ganz anderes oder vielleicht nochmal ungefähr dasselbe. Wir haben noch ein paar Ideen im Petto, weil die App mit dem Roulette, die ist total vielfältig. Man kann alle seine eigenen Roulettes erstellen und da ist die Kreativität nach oben hin gar keine Grenzen gesetzt. Also wir haben da auf jeden Fall noch ein paar Ideen und wir wollen da noch ein paar Runden mitmachen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was die anderen so gemalt haben und gezaubert haben. Das schaue ich mir super gerne an. Und bevor ich jetzt das Video noch beende, wollte ich noch sagen, ich verlose dieses Bild. Also falls da jemand Interesse hat, dem schicke ich das natürlich gerne zu. Dafür bräuchte ich einfach nur deine Adresse. Das müsstest du mir dann via Instagram per DM zukommen lassen. Dann schicke ich dir das gerne. Und damit beende ich jetzt auch schon dieses Video. Also wenn euch Challenges gefallen, ihr könnt mich gerne abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren coolen Challenges von mir. Und ja, es würde mich halt wahnsinnig supporten. Ich freue mich über jedes Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.